Das Wetter präsentiert Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. Beständige und sonnige Phasen gab es heute auch immer wieder in Großhardt bei Kaindorf, wo im Zuge des Wasserfestes rund um den Naturteich für 5 Tage eine fantastische Wohlfühloase entstand. Wenn man so in die Städte und so schaut, der Naturbezug geht immer mehr verloren. Und deswegen ist es bei uns auch die Idee, wirklich Leute motivieren, einmal 5 Tage draußen in der Natur zu sein, sich und die Natur wieder im Einklang zu spüren. Bewegung belebt Körper und Geist durch Yoga oder über dem Boden. Da geht es einfach um die Balance, ja, und das zeigt die Slackline dann auch schön auf, ja. Also wenn du außer Balance bist, dann fällst du runter. Die Waldmedizin wird weltweit immer mehr zum Thema. Würde laut aktueller Studie ein Stadtbewohner nur 2 Tage im Monat im Wald verbringen, dann steigt unsere Immunfunktion für 1 Monat an. Und auch wichtige Immunparameter, Immunproteine, die uns gesund halten. Um möglichst viel von den sekundären Pflanzenstoffen aufzunehmen, sind vor allem Atemübungen sehr effizient. 63 Referentinnen sorgten beim Wasserfest für wertvolle Impulse. Gerade weil das Thema Prävention so ein wichtiges ist, Menschen dazu zu motivieren, einen Lebensweg zu gehen, auf dem sie gesund bleiben. Zu Beginn der neuen Woche gibt es oft ungetrübten Sonnenschein. Und es wird noch einmal heiß. Die Gewittergefahr bleibt gering. In der Früh liegen die Werte zwischen 14 und 18 Grad. Tagsüber bekommen wir 28 bis 33 Grad. Am Dienstag dominieren vor allem in der Obersteiermark die Wolken und es ist immer wieder mit Regenschauern zu rechnen. Der Süden bleibt wetterbegünstigt, die Temperaturen gehen aber zurück. Wechselhafte Bewölkung gibt es dann am Mittwoch. Es kommt aber nur vereinzelt, vorwiegend in der Obersteiermark, zu leichten Regenschauern. Am Donnerstag dominiert wieder freundliches Wetter mit längeren sonnigen Phasen. Es sollte im ganzen Land trocken bleiben.